Hallo zu unserer kleinen Strickschule. Maschen fangen haben wir jetzt schon gelernt. Die rechte Masche haben wir gelernt. Heute möchte ich euch nun zeigen, wie eine linke Masche gestrickt wird. Ich habe hier auf einer Rundstricknadel der Größe 8 20 Maschen gefangen. Zum Lernen ist es immer am besten eine ganz dicke Nadel und die dickste Wolle, die ihr findet. Und nun zeige ich euch, wie eine linke Masche gestrickt wird. Wir haben 20 Maschen. Wie wir den Faden halten, hatten wir schon bei der rechten Masche gelernt. Und die linke Masche müssen wir den Faden nach vorne legen, müssen einstechen, den Faden rumwickeln und durchziehen. Wir fangen nun an und stricken die linke Masche. Diesmal müssen wir den Faden nach vorne legen, schön nach vorne, vorne einstechen, in die Masche wegziehen, einmal drum herum legen um die Nadel, der Daumen hält den Faden, macht es nach hinten und wir ketten ab. So, nochmal ganz langsam, den Faden nach vorne, in die Masche, hineingedreht, der Daumen hält den Faden und durch. Den Faden nach vorne, hindurch, verschlingen und so. Nochmal ganz langsam. Den Faden vor die Nadel hinter den Faden und in die Masche gesteckt. Verdrehen, den Daumen hält den Faden und hindurch. Noch einmal den Faden da vorne, hinein, verdrehen und durch. Und so stricken wir jetzt mal die ganze Reihe. Dann kann ich euch nämlich zeigen, wie das Maschenbild aussieht. So, wie bei der rechten Masche ist es ganz wichtig, die letzte Masche auf der Nadel, die 20. nicht stricken, sondern... Moment, wir sind gleich hinten. Wir legen den Faden einfach nur nach vorne. So, wir legen den Faden vor die Nadel und stechen in die Masche hinein und heben es nur ab. So. Die linke Masche wieder. Hinein, verdrehen und durch. Faden nach vorne, hinein, verdrehen und durch. Und so würde jetzt das Strickbild aussehen, wenn man nur linke strickt. Linke Maschen. So, und nun habt ihr diese auch gelernt.